Wenn Tore das Salz in der Fußballsuppe sind, dann geben Sie dem Ganzen noch etwas Pfeffer bei. Fans in der Vorbereitung auf das Wiener Derby. Auf dieses Spiel mit dem eigenen Gesetz. Derby ist immer angenehm, man will der Austria zeigen, dass wir immer noch die Nummer 1 in Wien sind. So wie im Feld, dass wir in der Kurven. Rapid Austria war jahrzehntelang oder jahrhundertelang, jetzt sagen sie immer, Spitzenduell. Ob Jahrhunderte oder bloß Jahrzehnte, die Rivalität zwischen beiden Vereinen hatte genügend Zeit zur Entfaltung. Also es soll eine gesunde Rivalität am Fußballplatz geben, das ist das Wichtigste. Und am Ende soll der Austria gewinnen. Das ist auch zwischen den Fangruppen, gerade beim Derby, immer die richtige Rivalität, auch wenn man die Leute privat halt kennt, einige. Ja, Derby ist super. Wen wundert's, dass angesichts dieser Rivalität Niederlagen einen besonderen Beigeschmack haben? Ja, mir geht's samstags schlecht, sonntags schlecht und ganz schlecht geht's mir, wenn ich in die Firma komme, weil da stehst du halt immer am Häckerl. Es ist schon ärgerlich, aber es gibt ja mehrere Davis, dann bin ich mal das nächste Mal, das ist kein Problem. Immerhin beeinflusst ein Sieg im Derby nicht nur den Gemütszustand der Fans, er hat auch handfeste, wirtschaftliche Folgen. Das ist natürlich schon sehr hilfreich. Wenn die Mannschaft gewinnt, dann merkt man schon, dass es leicht bergauf geht. Egal ob Austria oder Rapid, wahre Fans investieren viel Begeisterung und noch mehr Geld in ihren Verein. Das 96er Jahr hat man Europacup und Champions League, also nur Europacup hat man kostet, glaube ich, 40.000er. Beträge, die in wenigen Minuten vergessen sein werden. Dann nämlich, wenn es gilt, der Derbysuppe den richtigen Pfeffer beizugeben. Die Salzburger sind auch bereits gestern angereist. Die Vorbereitung in Altlenkbach und Neulenkbach hat schon Tradition. Das ist ein bisschen oben, glaube ich, hat uns ein bisschen einen Kick gebraucht. Und nach der Busfahrt ist es immer gut, ein bisschen doch das Abschlusstraining nach der Busfahrt zu machen. Krankelsmannen tanken also im Wienerwald Kraft gegen Krankels Lieblingsclub. Was soll ich zu Rapid sagen? Die Geschichte von Rapid und mir, die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr aufkauen. Die weiß jeder. Und Tatsache ist, ich sage das auch immer wieder und das ist meine ehrliche Überzeugung. Natürlich ärgere ich mich vielleicht um eine Zahl mehr, wenn wir dann verlieren und nach Hause fahren müssen nach Salzburg. Aber ich fahre trotzdem gern her und ich spiele immer gern gegen Rapid, weil das ganz einfach so ist. Es ist auch so, dass Heribert Weber dem heutigen Gegner mehr Sympathien als gewöhnlich entgegenbringt. Gehört Salzburg zu Ihrem Lieblingsvereinen in Österreich? Absolut. Ich habe in Salzburg eine wunderschöne Zeit erlebt, nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer. Sehr große Erfolge gefeiert und gehört sicher mit Rapid zu den Vereinen, an die ich mich sehr gerne erinnere. Das Duell Krankel gegen Weber ist aber nur eines der vielen Themen rund um diesen Schlager. Ein weiteres, die Viererkette, von Rapid seit Saisonbeginn praktiziert. Ja, der Viererkette geht's gut. Ich denke, wir müssen das weiter trainieren, aber es wird immer besser. Am Anfang haben wir sicher Abstimmungsschwierigkeiten gehabt im Mittelfeld, da waren wir noch ein bisschen zweit auseinander, aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Aller Anfang ist schwer. Die beste Abwehr des Vorjahres schwimmt zu Saisonbeginn gehörig. Trotzdem, für Heribert Weber führt kein Weg an der Viererkette vorbei. Es gibt in Westeuropa fast keine Mannschaft, auch keine Nationalmannschaft mehr, die ein anderes System spielt. Und wir sind wie so oft hinten nach, weil es in Österreich von den Medien und von der Öffentlichkeit her wenig Geduld gibt. Und um das einzustudieren, um das optimal umzusetzen, müssen wir Ruhe bewahren und auch wenn Fehler entstehen, diese analysieren, ausmerzen und unseren Weg weitergehen. Was passiert, wenn im herkömmlichen System ohne Viererkette der Libero, wie hier Šefčík, keine Zeit zum Ordnen hat, zeigt das letzte Gegentor der Salzburger. Eine Abwehr ohne Kopf agiert meist kopflos. Trotzdem wird Hans Krankl das System mit vier Köpfen erst im Frühjahr einsetzen. Ja, am besten ist es, wenn man sowas einübt, wenn man weit von der Heimat weg ist. Das wird vielleicht im Winter sein, dann hat man die nötige Ruhe und nicht... Und es wird nicht jeder Fehler aufgezeigt oder jeder schreibt dann, welcher Spieler nicht geeignet ist für welche Position in der Viererkette, in der Abwehr oder im Mittelfeld. Daher hat man da mehr Ruhe. Vielleicht wird es dann passieren. Das ist grundlegend
muss ich mir dazu sagen, zu dieser Diskussion, die Systeme sind nicht das Wichtigste im Fußball. Das Wichtigste sind die Menschen und die Spieler und die Sportler, die diesen Fußball spielen, mit Herz und mit Leidenschaft. Und eine Herz und Leidenschaft eines Spielers ist wichtiger wie jedes System. Und auch in diesem Punkt hat Rapid den Salzburgern momentan etwas voraus, nämlich ihn, Dejan Savicevic. Natürlich ein Spieler wie der Dejan ist unglaublich wichtig, wenn man nur bedenkt, dass es 10 Tage bei uns und wie ihn die Mannschaft aufgenommen hat und wie ihn jeder einzelne Spieler akzeptiert. Aber das hat auch mit seiner Person sehr viel zu tun. Einige Salzburger wie Hütter, Pfeifenberger oder Winkelhofer haben Savicevic noch von der Champions League gegen den AC Milan in unliebsamer, aber bleibender Erinnerung. Ja, im Mittelfeld gespielt, ich habe nicht direkt gegen ihn gespielt, aber ich habe natürlich einige Sacherl von ihm gesehen. Sacherln, die auch Hans Kranke mit der Zunge schnalzen lassen. Ich sehe sehr gern Ausnahmefußballer, egal in welcher Mannschaft. Ich hoffe nicht, dass gegen meine Mannschaft immer so erfolgreich sein müssen. Das hoffe ich nicht, aber trotzdem bin ich ein Trainer, der die Fußballer sehr mag. Und Extraklasse-Fußballer mag ich noch gerne und schaue ich noch gerne zu. Daher ist der Savicevic für mich, egal in welcher körperlichen Verfassung er ist, für mich eine Wohltat. Egal ob jetzt mit oder ohne Savicevic, was wird wichtig sein gegen Salzburg? 3 Punkte. Ja, 3 Punkte, das wollen sie alle, die 10 Clubs der Max-Bundesliga. Das wollen auch die Spieler, die hier bei mir sind, wie immer vor dem Spiel. 2 Spieler, die kurz für uns Zeit haben, Heimo Pfeifenberger und Peter Schöttl. Fangen wir beim Gast an, würde ich sagen. Heimo, heute wieder mal von Beginn. Das ist, glaube ich, wichtig auch für Sie persönlich, oder? Ja, auf alle Fälle. Ich war ja ein halbes Jahr lang verletzt und habe nach wie vor eigentlich leichte Probleme, dass ich immer fit bleibe. Und es ist natürlich schön, dass ich wieder mal von Anfang an spiele, weil ich glaube, ich brauche die Spielpraxis. Im Bericht vorher war zu hören und zu sehen, dass Rapid gegen Salzburg was Besonderes ist. Auch für Sie was Besonderes, oder? Ja, ist aber schön, da im Hanabi-Stadion zum Spielen. Ich habe selber da 4 Jahre lang gespielt und es ist nach wie vor immer Rapid Salzburg. Das Duell hat es schon jahrelang gegeben und wird es auch immer geben. Und es ist schön, wenn das Stadion voll ist. Ich glaube, es wird da ziemlich voll werden heute und da ist es umso schöner zum Spielen da. Was sagen Sie zu dem Phänomen Savicevic? Ja, es ist schön, dass der Club bereit erklärt hat, so einen Spieler zu holen oder zu verpflichten. Man hat es, glaube ich, gesehen, das erste Spiel, was man bewegen kann mit so einem Spieler. Also man kann die Leute ins Stadion locken. Und dass er Ausnahmekönner ist, glaube ich, das hat er oft genug bewiesen und das wird er uns auch oft genug beweisen. Euer Trainer Hans Kranke hat gesagt, das könnte sogar ein Nachteil sein für die Salzburger. Er hat Angst vor dieser Euphorie. Haben Sie Angst vor dem heutigen Spiel? Dann darf ich nicht spielen. Also Angst habe ich sicher keine. Wir wissen, dass er eine gute Mannschaft ist. Das haben sie auch letzte Saison bewiesen mit dem Vizemeistertitel und sind sicher Favorit. Wir haben bis jetzt noch nicht unsere Leistungen gebracht in der Saison. Wir müssen schauen, dass wir einfach wieder über den Kampf zu unseren Leistungen finden und dann glaube ich, dass wir auch wieder an die Leistungen vom Frühjahr anschließen können. War der Kampf quasi das, was gefehlt hat gegen die Austria oder was muss man noch anders machen als beim Auswärtsspiel gegen die Austria? Ja, vor aggressiver spielen. Also gegen die Austria haben wir eher wehrlos gespielt und das Wichtigste ist im Fußball, glaube ich, aggressiv Fußball spielen, mit Freude Fußball spielen und natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu, aber das hoffen wir, dass man das halt auf unserer Seite ist. Gut, als neutraler Beobachter wünsche ich Ihnen alles Gute für dieses Spiel. Danke vorerst einmal, alles Gute. Peter, die Euphorie Savicevic, die ist unbestritten. Wie gehen Sie damit um? Ganz normal. Ich freue mich, dass Rapid im Moment wieder positive Schlagzeilen macht, dass hoffentlich auch heute wieder sehr viele Leute kommen werden, aber alleine kann uns der Dejan die Spiele auch nicht gewinnen, also es liegt schon auch an der Mannschaft, dass wir die 3 Punkte einfahren. Trainer Herbert Weber hat gesagt, im Mittelfeld hat man maximal 75% der Leistungsfähigkeit bisher. Sehen Sie das auch so oder sehen Sie andere Schwächen auch noch bei Rapid momentan? Ich denke, dass es in jeder Formation sicher besser gehen muss, als es gegen Bregenz gegangen ist. Ich glaube, wir können uns alle miteinander noch steigern. Die Viererabwehrkette ist ein klassisches Thema bei jeder Mannschaft, natürlich auch bei Rapid, weil man umgestellt hat. Wie geht es Ihnen damit momentan vom Gefühl her? Ich denk einfach, dass es ein wichtiger Weg in der Zukunft sein wird, einfach völlig auf Raumdeckung umzustellen. Dass es zu Beginn Fehler geben wird, ist normal. Nur man darf nicht vergessen, auch mit der herkömmlichen Abwehr hat man Tore bekommen. Noch dazu ist es so, dass die ganze Mannschaft da mitspielen muss und dann haben alle was davon. Was erwarten Sie jetzt konkret von diesem Match? Wie schwer wird es gegen Salzburg? Salzburg ist
ziemlich das härteste Spiel in der ganzen Saison, weil Salzburg wahnsinnig hart spielt. Es werden sicher sehr viele rassige Zweikämpfe geben. Ich hoffe, dass wir heute wieder mal gewinnen können. Gut, dann hoffen wir, dass der Schiedsrichter das Match in jedem Fall im Griff hat. Wenn es hart wird, wünsche ich auch Ihnen alles Gute. Jetzt beginnen wir mit dem Gast Roman Melich. Ist der Respekt vor Rapid durch den Dejan Savicevic noch gestiegen? Natürlich, wir haben in der letzten Zeit ja im Hanapi-Stadion nicht allzu oft gut ausgesehen. Und mit dem Dejan Savicevic sind die Rapidler sicher noch schwerer auszurechnen. Es wird sicher noch schwerer als in den letzten Saisonen für uns. Sie scheinen jetzt in diesem Teamkader von Otto Baric für dieses Kurztrainingslager nicht auf. Ist das ein besonderer Ansporn für Sie, sich noch weiter zu steigern? Das hat mit dem, glaube ich, nichts zu tun. So wie es ausschaut, werde ich da in Zukunft Probleme haben, aber ich denke einmal, dass ich meine Leistung versuche für Sturm zu bringen. Dann werden wir sehen, was mit der Nationalmannschaft passiert. Also es ist jetzt nicht so, ich probiere immer mein Bestes zu geben, ob ich jetzt im Team bin oder nicht, weil Sturm Graz, Unterkammer Sturm Graz ist schließlich mein Arbeitgeber und das passt auch so. Danke vielmals, Roman Melich. Michael Hatz jetzt wieder in aller Munde, nicht nur als Übersetzer von Dejan Savicevic, sondern auch als möglicher zukünftiger neuerlicher Nationalspieler. Warum diese Steigerung? Ja, ich denke, ich habe zuletzt gute Leistungen gebracht, auch schon in der letzten Saison. Und jetzt ist es noch mehr explodiert und ich bin sehr stolz und froh, dass ich dabei bin. Rapid praktiziert jetzt eine Viererkette. Sie spielen ganz rechts in dieser Viererkette. Ist das die Position, die Ihnen am meisten behagt? Nein, es ist so, ich habe auch schon in der Mitte gespielt und da gefällt es mir auch sehr gut. In Italien habe ich meistens rechts gespielt. Da kann ich auch meine Schnelligkeit ausspielen und ich spiele dort, wo mich der Trainer braucht. Bedeutet das dieser Versuch mit der Viererkette doch ein gewisses Risiko? Naja, Risiko. Am Anfang ist es sicher schwer, aber ich glaube, wir spielen es jetzt 3 Wochen oder 4 Wochen. Und schon gegen Salzburg hat man gesehen, dass es gut klappt. Und wir müssen es noch perfektionieren. Und ich hoffe, dass heute wieder ein neuer Schritt nach vorne gelingt. Danke vielmals auch Michael Hatz. Wir warten also auf einen ganz großen Schlager hier. Ja. Und der große neue Rapidstar, Dejan Savicevic, der ist heute von Anfang an dabei. Und er hat ja zuletzt auch überzeugend gespielt und auch 2 Tore erzielt aus 11 Metern. Aber der Retter der Punkte, der war zuletzt immer der Torhüter, nämlich Ladislav Meier. Der Savicevic ist ein guter Fußballer, er hat die Europhie wiedergebracht für Rapid, aber der Meier ist derzeit der Star bei Rapid. Der Sportdirektor hat mir schon berichtet, dass er seinen Vertrag unterschrieben hat, hat er geweint vor lauter Freude, dass er bei Rapid spielen darf. Und da hat man schon gesehen, welchen Charakter dieser Spieler hat und mit welcher Motivation er zu unserem Club kommt. Und nicht nur charakterlich wird Ladislav Meier mit früheren Tormann-Legenden Rapids verglichen. Ja, sicher, mit Zeman und Musil. Weil der Musil war ja auch ein großartiger Tormann damals seinerzeit. Der hat sich mit dem Zehmann abgewechselt. Ne? Also sicherlich besser als der Konsel, der sich auch ein paar Mal angeschieden hat. Das kann man heute nicht mehr vergleichen. Früher ist Schwimmen unter 5 Stürmer und heute geht es ja auf Härte. Ja? Sag ich mal, ja, besser als Zehmann. In Graz hält sich die Ehrfurcht vor Meiers Reaktionsschnelligkeit naturgemäß in Grenzen. Ja, der Meier kann uns im Spiel selber nichts tun. Also. Er hat schon letztes Jahr gut gehalten und wir sind auch letztes Jahr Meister geworden. Also ich hoffe nicht, dass das so entscheidend wird. Der Meistertitel, ein Ziel, das die heutigen Gegner verbindet. Ziel? Ich natürlich ganz der Pass. Nein, also ich weiß, es ist eine schwere Saison, aber es ist neue Spieler, es ist Dejan, es ist Andreas, es ist Christian Prosenik, Markus, es ist weg. Ich warte eine schwere Saison, aber für mich gut, das erste Platz ist. Meier, der Fixstern Rapids, neben anderen eher unbekannten Stars. Momentan ist das ganze Ding nur vor 2 Monaten ausgerichtet. Das ist jetzt der Neue, der wie heißt der gleich? Savicevic.
Der Asjevicevic und der Ding ist auch nicht schlecht. Der Grieche, ja. Der Grieche, ja. Lagonikakis. Ja, wenn man sich den Namen alles so merken darf. Der Name Meier ist allen ein Begriff, denn er ist zurzeit der Held von Hütteldorf. Ja, und bei mir ist jetzt der Präsident von Liebherr GAK, Peter Svetic, und der Sportdirektor von Rapid, Ernst Dokobil. Ich begrüße beide sehr herzlich. Jetzt natürlich gleich im Anschluss die Frage, was kann man machen, dass international der österreichische Fußball auch in Sache Finanzen mithalten kann? Es ist natürlich absolut erforderlich, dass wir neue Geldmittel erschließen. Es ist absolut erforderlich auch, dass wir aus dem TV-Bereich viel, viel mehr Geld bekommen werden. Und in absehbarer Zeit werden sicher alle Vereine in Kapitalgesellschaften umgegründet werden. Wir haben ja schon den Schritt einmal wagen wollen bei einer Generalversammlung. Da war ja nur das Problem, dass Altpräsident Fischl damals das hundertprozentige Vorkaufsrecht wollte. Daran ist es letztendlich gescheitert. Aber ich werde bemüht sein, vielleicht in den nächsten 6 bis 8 Monaten diesen Schritt eben zu vollziehen. Wie hoch kann diese Steigerung sein, eine Verdoppelung des Budgets? Nein, Liebherr GAK hat ja sein Budget jetzt von 50 auf 90 Millionen Schilling erhöht, aber das ist natürlich alles zu wenig. In Österreich brauchen wir Budgets jenseits der 200-300-Millionen-Grenze, um nur annähernd international mitspielen zu können. Ernst Dokobil, sehen Sie das ähnlich? Ja, an und für sich ist es ein Bereich, in dem ich eigentlich nicht zuständig bin. Aber natürlich, so wie er sagt, um international mitspielen zu können, müssen wir unser Budget erhöhen. Mit welchen Mitteln, das ist die Frage. Ich bin auch ein bisschen skeptisch mit der Umfrage, wie sie die Gehaltskosten in Österreich erhoben haben, würde mich schon interessieren. Aber es ist natürlich so, dass jede Steigerung des Einkommens sich auch auf den Erfolg auswirkt. Und je mehr wir da irgendwo lukrieren können, umso besser ist es für uns. Sie haben ja da auch Visionen entwickelt. Sie haben an die Möglichkeit gedacht, Frank Stronach als Präsident zu Rapid zu holen, um eine neue Geldquelle auszuschöpfen. Haben Sie auch noch andere Überlegungen? Nein, ich muss das einmal richtig stellen. Ich habe nicht Frank Stronach als Präsident zu Rapid holen wollen, sondern als Investor. Da steht die Tür immer noch offen. Das ist eben die Frage, wie der Verein entscheidet und wie Frank Stronach entscheidet. An und für sich mit Sponsoren ist es ja sehr leicht, das Budget zu erhöhen. Nur muss man welche finden. Kommen wir also jetzt zum Spiel des Tages zwischen Liebherr GAK und Rapid. Das erste Spiel hat ja, so wie ich schon angekündigt habe, sehr viele Emotionen geweckt. Danach gab es ein lautstarkes Nachspiel. Präsident Svetic hat also seinen Unmut über Schiedsrichter Schüttengruber lautstark kundgetan. Es wurden einige Spieler gesperrt. Hat sich die Lage jetzt wieder beruhigt? Peter Svetic, ich habe gehört, Sie haben sich bei Schiedsrichter Schüttengruber entschuldigt. Entschuldigt habe ich mich für das Nachspiel nach den 90 Minuten, für die Entgleisung in der Kabine. Aber zum Inhalt selber, dazu bin ich gestanden. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Spiel eben durch einen Regelbruch maßgebend beeinflusst wurde. Und ja, wir haben die Konsequenzen jetzt eben tragen müssen. Wir spielen heute mit dem allerletzten Aufgebot. Wir haben ja 3 gesperrte Spieler. Und wir werden sehen, was die jungen Spieler, die jetzt neu in die Mannschaft wachsen, eben machen werden. Ernst Dokobil, glauben Sie, dass sich die Emotionen über eine Woche fortpflanzen, dass sie weiter aufgeschaukelt werden? Naja, es ist so, dass wir in diesen Emotionen eigentlich nicht verwickelt waren. Es war ein reines Problem zwischen dem GAK und dem Schiedsrichter. Wobei ich sagen muss, dass der GAK hundertprozentig Unrecht gehabt hat. Und ich glaube nicht, dass die Mannschaft untereinander ein Problem miteinander haben, denn es war ein normales Spiel und das wird es auch heute sein. Divergierende Meinungen der beiden Interviewpartner. Schauen wir uns einmal an, was sich wirklich da vor einer Woche abgespielt hat. Zu Beginn läuft es für den GAK in der Tat genau nach Plan. Nach einem Eckball von Ramusch gelingt Toni Ehmann in Minute 29 der 1:0 Führungstreffer. Der GAK bis dahin die klar bessere Mannschaft, Rapid hingegen harmlos, ohne Konzept. Doch Heribert Weber reagiert und bringt nach der Pause Dejan Savicevic.
Mit dem Montenegriner findet Rapid plötzlich ins Spiel und auf die Siegerstraße. Savicevic bedient René Wagner und der stellt in der 48. Minute den Gleichstand her. Danach wird Schiedsrichter Schüttengruber zum deklarierten Grazer Feindbild. Zunächst sieht Kulowitz nach einer Attacke an Florian Schwarz die gelb-rote Karte. Der Linienrichter allerdings, links oben im Bild, zeigt schon vorher eine Abseitsstellung eines Rapid-Spielers an. Also da verstehe ich nicht mehr, wie man so einen Schiedsrichter gespannt ansetzen kann. Wenn sie überfordert sind, dann muss man sich was anderes einfallen lassen. GAK-Co-Trainer Hörgel hält es nicht mehr auf der Trainerbank. Er wird auf die Tribüne verbannt. Ich bin es leid, über den Schiedsrichter zu schimpfen. Normal spielt man Fußball 11 gegen 11 am Platz. Aber wenn man so beschissen wird, auf Deutsch gesagt, dann macht es keinen Spaß mehr. In den Grazer Ärger platzt ein grün-weißer Torjubel. 88. Spielminute, Flanke von Wimmer. Lieper und Eman Patzen und Thomas Zingler fixiert den 2:1-Erfolg für Rapid. Es tut mir leid für Rapid, dass sie die Schiedsrichter brauchen, um uns zu besiegen. Und es soll letztlich noch dicker kommen für den GRK. Jürgen Hartmann sieht nach einem klaren Foul an Penxer zum zweiten Mal gelb und damit rot. Schmerzhaft auch das Nachspiel. Didi Ramosch wird vom Strafsenat wegen Schiedsrichterbeleidigung nach dem Match für 2 Spiele gesperrt. Ja, kommen wir also zu den sportlichen Voraussetzungen bei diesem Spiel. Beide Mannschaften verzeichnen viele Ausfälle. Peter Svetic, klang Sie zunächst Ihr Leid? 3 gesperrte Spieler? Nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, wir haben ja einen großen Kader. Wir müssen uns damit abfinden. Wir spielen ja schon seit März eigentlich mit einer dezimierten Mannschaft. Und ich gehe wirklich davon aus, dass die, die heute ihre Chance bekommen, es sind wieder neue Spieler in der Mannschaft, ihre Sache gut machen werden und eben das rechtfertigen, dass sie auch einen Vertrag bei Liebherr GRK bekommen haben. Ernst Dokobil bei Rapid. Ja, es passiert im Laufe des Jahres, im Laufe der Saison passiert es immer wieder, dass man einmal ins Geigeln kommt, dass man nicht genug Spieler hat, dass man einige Verletzte hat. Heute trifft es eben beide Mannschaften, somit sind die Chancen wieder so, wie sie vorher waren. Herzlich willkommen zum großen Schlager dieser Runde aus dem Hanapi-Stadion. Ja, meine Damen und Herren, der Sommer ist wieder da in Österreich, was nicht heißt, dass wir Ihnen heute Sommerfußball bieten. Dazu ist diese Partie einfach zu brisant. Rapid gegen den FC Tirol, das heißt nämlich Zweiter gegen den Ersten. Es fehlt heute auch irgendwie eine Entscheidung, in welche Richtung die Meisterschaft laufen wird. Gewinnt der FC Tirol, dann beträgt der Vorsprung bereits 8 Punkte und wann wird den Tirolern wohl der Herbstmeistertitel nur noch schwer zu nehmen sein? Gewinnt Rapid, dann schmilzt der Vorsprung der Tirol auf 2 Punkte und dann ist alles wieder offen. Ich begrüße jetzt bei mir die beiden Trainer der beiden Teams. Man sagt, redet oft von den 68ern, in diesem Fall sind es 2 78er, 2 der erfolgreichen 78er Mannschaft. Kurt Jahre, erste Frage, redet man noch hin und wieder, wenn man sich trifft, über die guten alten Zeiten? Ja gut, vor dem Spiel ist es immer zu kurz, dass man drüber in der Vergangenheit schwelgen kann, weil das man zu sehr mit der Mannschaft beschäftigt. Kommen wir zu diesem Spiel. Ganz ehrlich, wie FC Tirol in der ersten Runde Rapid 2:1 geschlagen hat, damit eine lange Misserfolgsserie gegen Rapid beendet hat, hat eine tolle Serie in dieser Meisterschaft begonnen. 9 Siege, nur 1 Niederlage. Hätten Sie in irgendeiner Weise das für möglich gehalten vor der Meisterschaft? Na, dass wir so eine Siegesserie hinlegen, haben wir sicherlich alle nicht für möglich gehalten. Aber wir haben im Frühjahr schon bewiesen, dass wir guten Fußball spielen, dass wir jeden Gegner auch auf seinem Platz schlagen können. Und mit der Einstellung gehen wir ins Spiel. Und durch jeden Sieg, den wir feiern, wird das Selbstvertrauen natürlich noch größer. Alle gesund und munter in der Mannschaft? Ja, es fehlen unsere Langzeitverletzten. Auch der Ali Hötnagel ist heute im Fitnesstest heute Vormittag nicht bestanden. Aber das sollen keine Ausreden sein. Über die Meisterschaft, über die lange Meisterschaft gesehen, fällt bei jeder Mannschaft ein oder andere mal raus. Und müssen einfach die anderen in die Spresche springen. In einer Zeitung sind Sie heute zitiert worden. Wir spielen auch bei Rapid auf Sieg. Heißt das, Sie sind mit einem Unentschieden hier nicht zufrieden? Es ist so, wir fahren her um jedes Spiel oder zu die Spiele, um die Spiele zu gewinnen, weil sonst könnte man gleich daheim bleiben. Und wenn es zum Schluss noch ein guten Spiel ein Unentschieden ist oder wenn Rapid besser war und wir ein Unentschieden ergattern, dann muss man es auch nehmen. Es kommt immer aufs Spiel drauf an, aber vom Start weg muss man so spielen und so ins Spiel gehen, dass man das Spiel auch gewinnen kann. Gut, danke Kurt Jara, viel Glück Ihnen. Damit zu Heribert Weber. Heribert Weber, die Anspannung ist normalerweise vor Europacup-Spielen oder einem Cup-Finale oder einem meisterschaftsentscheidenden Spiel besonders groß. Ist sie auch vor so einem Duell größer als bei einem normalen Meisterschaftsspiel? Ja, das ist ganz klar, dass sie heute größer ist, weil dieses Spiel natürlich ein sehr entscheidendes Spiel ist, was die Meisterschaft betrifft. Ich glaube, heute
Wir müssen heute unbedingt punkten, damit Tirol nicht davonläuft. 8 Punkte sind schon ein sicherer Polster und wir müssen heute trachten, dass wir dieses Spiel gewinnen. Savicevic wird von Beginn an spielen. Er hat sehr viel Selbstvertrauen aus der Nationalmannschaft mit hierher genommen und ich hoffe, dass ihm einiges gelingt. Die Rapid-Fans wird das sehr freuen. Wie sieht es mit der Abwehr aus? Schöttl fällt aus, Freund fällt aus, beide sind gesperrt. Wer wird das Duo Gilewitz-Jeschek entschärfen? Ja, wir haben noch mit Zinkler, Hartz und Schießwald drei Leute, die absolut in der Lage sind, wenn sie natürlich hundertprozentig konzentriert spielen, gegen diesen zwei schnellen Spitzen zu bestehen. Aber ich hoffe auch, dass wir offensiv werden. Ich hoffe, dass wir das Spiel bestimmen und dass wir eben Torchancen herausarbeiten, um Tirol selbst unter Druck setzen zu können. Die Tiroler wahrscheinlich zurzeit die beste Mannschaft in Österreich. Jetzt muss ich Sie auch noch zum Abschluss fragen. Mit einem Unentschieden wären Sie eigentlich damit zufrieden? Ja, zufrieden kann ich sicher nicht sein, denn wir haben bewiesen im letzten Jahr, dass wir zu Hause eine Macht sind. Wir haben hier seit über einem Jahr kein Spiel mehr verloren. Ich hoffe, es wird auch nach diesem Spiel heute noch so sein. Es wäre auch für die Meisterschaft sehr interessant, wenn wir dieses Spiel heute gewinnen. Das Duell der zwei besten Mannschaften bisher hat es heuer bekanntlich schon einmal gegeben. Im Innsbrucker Tivoli-Stadion siegt der FC Tirol im Juni gegen Rapid mit 2:1. Rapid gegen Tirol bedeutet aber auch ein Duell der momentan erfolgreichsten Trainer der Liga. Kurt Jara hat mit Ausnahme Salzburg in dieser Saison jeden Gegner besiegt. Er ist auf der einen Seite sicher ein sehr lockerer Typ, auf der anderen Seite weiß er aber ganz genau, was er will. Also dieser Erfolg, den er momentan mit Innsbruck feiert, kommt sicher nicht von ungefähr. Heribert Weber hat in 10 Runden 7 Siege zu verbuchen. Er hat seinen Weg auch gemacht, er hat in Salzburg gute Arbeit geleistet. Ist mit Rapid jetzt immer in der Spitze vorne, das heißt, er macht dort auch gute Arbeit und Trainer werden halt an den Erfolgen gemessen. Rapid gegen Tirol bedeutet aber auch, dass die zwei besten Torhüter auf dem Platz stehen. Stanislav Tschetschesow musste erst 3-mal hinter sich greifen. Wer ist denn der bessere Tormann, Sie oder Tschetschesow? Morgen im Nachspiel, ich sage. Meier selbst ist mit nur 7 erhaltenen Toren in der Rangliste gleich hinter Tschetschesow auf Platz 2. Er ist guter Torwart, ich diskutiere nicht über meinen Kollegen nie, das ist mein Prinzip. Er ist sehr gut, das muss Heribert Weger fragen, gut ist oder schlecht. Ich bin ein Tirol-Torwart. Letztendlich bedeutet Rapid gegen Tirol aber hoffentlich auch ein Duell der Torfabriken, wobei Rapids Topscorer Wagner und Savicevic mit je 4 Toren nicht einmal gemeinsam auf die 10 Treffer von Torfabrik Radoslav Gilewitz kommen. Auch wenn Rapid in der laufenden Saison zu Hause noch ungeschlagen ist und erst ein Gegentor erhalten hat, so wird dieser Mann heute versuchen, die Statistik gehörig zu verdrehen. Für mich persönlich ist es absolut ein Topspiel, also Erster gegen Zweiter. Wir haben noch eine Rechnung offen vom Auswärtsspiel und Tirol kann sich schon auf einiges gefasst machen. Gefasst und gespannt darf man auf jeden Fall sein, wer heute schöner und öfter jubeln darf.